Wir haben ein Lagerfeuer am Strand entzündet. Dann gehe ich dorthin. Wir sehen uns am Strand, Captain. Ja, helfende Hände. Ich habe Beodol aus seiner misslichen Lage befreit. Damit abgeschlossen. Wir haben viele Leute bei dem Schiffsbruch verloren. Ich konnte aber ein paar von meiner alten Mannschaft finden. Meine alte Mannschaft, das ist lustig. Ich war eigentlich in Leichenstarre. Oh, das ist gut. Man sieht Fallen jetzt auch, wenn man nicht schleicht. Brustharnisch. Immerhin was zum Verkaufen. So, mal gucken. Es gab hier, glaube ich, noch irgendwo eine Truhe. Of course. Auf jeden Fall habe ich jetzt Tintenharfe gefunden. Ah, hier. Was ist hier? Flammenfähiger Schriftrolle. Kann Xoti die benutzen? Ja, könnte sie, wenn sie nicht so viel anderes Zeug im Inventory hätte. Aber gut. Kann mich aber entsinnen, dass hier irgendwo noch eine abgeschlossene Kiste war. Ich glaube hier in dem Abschnitt hier unten. Also hier oben irgendwo. Ja, die da. I'll try my best. Schlossschwierigkeit 2. Gruppenhilfe 0. Gesamtmechanik. Kostet mich einen Dietrich, also mach ich's mal. Balearischer Mantelrock, ein Heiltrank und ein paar Goldseole. Ja. Hat sich schon ein bisschen gelohnt. Trank der kleinen Heilung, Trank der kleinen Heilung. Okay, das heißt, wir können nochmal nach hier hinten gucken, ob die Piratin, die wir eingesackt haben, noch da hinten rumlungert. Oder wo auch immer die abgeblieben ist. So. Hindurch schwimmen. Und das klappt alles mittlerweile. Ganz gut. Nö, die Piratin ist nicht mehr hier. Also der Piratengeist. Ah. Entweder hat sie sich irgendwo in Luft aufgelöst oder sie ist weg. Oder das war wirklich doch die andere. Weil hier in der Höhle haben wir definitiv alles abgesucht. Wir haben alle Untoten und anderen Viecher getötet. Gut, hier sind alle versammelt. Wir haben jetzt wenigstens 5 Mitglieder in der Gruppe. Also in der Crew, besser gesagt.
Bei Gruppe und Crew muss man ja ein bisschen auseinanderhalten. Okay, wenn man mit, wenn man noch unsere Vogue, den dazu zählt, sind wir, haben wir 6 Crewmitglieder. Okay. Das heißt, wir können wieder uns auf den Weg auf die Insel machen und dann mal in Richtung der Ausgrabungsstätte aufmachen. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Eotas sich doch irgendwann mal einen anderen Körper besorgen würde. Also einen kleineren, der nicht so auffällt. Ich frage mich, ob ich in diesen Wald gehen soll. Kann ich hier auf der Karte einen Quicksave machen? Ja. Ich kann auf jeden Fall den Wald und ich kann ihn wohl auf der anderen Seite verlassen. Im Osten von Port Maie dehnen sich dichte Wälder aus. Das verlangsamt deine Reise. Über dir flattern Vögel und unablässig zirpen und summen Insekten. Der Pfad endet in einem Wildwechsel und dann ist überhaupt kein Weg mehr zu sehen. Du entdeckst einen Baum, der auf merkwürdige Weise markiert wurde. Die Rinde wurde von einem bestimmten Muster weggeschnitten. In einem bestimmten Muster. Die Riefen scheinen von links nach rechts nach oben zu verlaufen. Von links nach rechts oben zu verlaufen. Also so irgendwie. So irgendwie. So wie ein... Ja. Markierung untersuchen. Ah, das macht mal Etta. Erfolg, der Edda untersucht die Schnitte im Holz und zupft dann von der Seite des Baums ein Büschel Haare. Das haben Wildschweine angerichtet. Edda klopft gegen den Baum, schau dir das an. Ein Siegel wurde in das Holz geschnitzt. Der Abdruck ist so schwach, er ist kaum noch wahrnehmbar. Vorsichtig vorwärts gehen. Mit großer Vorsicht begibst du dich hinein in den Wald. Deine Kleidung ist durchnässt von der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Wasser, das von den Bäumen tropft. Ein leises Rascheln im Unterholz nördlich von dir, tiefer im Wald, weckt deine Aufmerksamkeit. Hallo, ist da jemand, dich im Unterholz verstecken? Leise versteckst du dich hinter einem gefallenen Baumstamm und bemühst dich lautlos zu atmen. Was auch immer dieses Geräusch verursacht hat, kommt näher. Durch eine Lücke in den Blättern siehst du einen hochgewachsenen Inselamau inmitten einer kleinen Herde Wildschweine. Matte, kupferhaarige Haare hängen ihm ins Gesicht. Sein Körper ist in Wildschweinfelle gehüllt. Trotz seiner Anwesenheit scheinen die Wildschweine überhaupt nicht beunruhigt. Ich grüße dich. Ganz plötzlich steht der Mann vor dir. Er ist herumgefahren und hat seinen Stab erhoben, als wolle er dich damit erschlagen. Ikera, wer bist du denn? Was hat dich hierher verschlagen? Die Sprache der Huana verstärkt noch seinen Akzent. Kommen wir jetzt in einen Kampf mit Wildschweinen und dem Typen, oder... passiert was anderes. Edda ist entzückt, als er die Eber sieht. Wenn er nicht gerade ihr Grunzen nachahmt, kichert er fröhlich. Erst nach einer langen Weile und wie beiläufig richtet er seine Aufmerksamkeit auf den seltsamen Mann in der Mitte. Schmutz verdunkelt die Falten in der Haut dieses Mannes. Seine Lippen kräuseln sich über brüchigen Zähnen. Er fuchtelt mit dem Stock vor dir herum. No, never talk. Just go. Leave this forest. Go leave these islands. Go return from where you been. Nein, niemals reden. Verlasse einfach diesen Wald. Verlasse diese Insel. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Sein edirianisches Stocken, die Sprache wirkt fremd in seinem Mund. Ich will dir nichts Böses. Können wir nicht einfach reden? Angreifen, ich gehe wohin ich will. Ich habe nach dir gesucht. Die Leute an der Küste haben gesagt, du könntest mir helfen. Das erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr daran. Na schön, wenn du darauf bestehst. Ich will nur reden. Said as if a word never hurts a person. Der Mann schüttelt den Kopf, als ob Worte nichts Böses sein könnten. You go. Speak quickly then. Your words disturb this place. Dann rede schnell. Deine Worte stören an diesem Ort hier.
Was machst du hier draußen mit all diesen Ebern? The boar teach much about survival, if one listens, if one watches. So sing, so say those who know. Ich lerne, die Eber können einem viel über das Überleben beibringen, wenn man ihnen nur zuhört, ihnen zusieht. Also sing, er runzelt die Stirn, das sagen die, die es wissen. Die es wissen, wer soll das sein? Helps neither of us, I say. Er schüttelt heftig den Kopf. Diese Frage hilft keinem von uns weiter, sage ich. Naja, es klingt, als würdest du über Galloway sprechen. Always you foreign sort speak of your changing god. I say you know nothing of change, and less of the hunt. Der Mauner schnaubt. Ihr Fremden sprecht immer von eurem wandelnden Gott. Ich sage, ihr wisst gar nichts über den Wald und noch weniger über die Jagd. Das war nicht gerade ein sehr produktiver Austausch, oder? Die Augen des Mannes verengen sich. Also was deine Eber angeht. Die schmutzigen Falten auf seiner Stirn werden noch dunkler, als er weiter runzelt. Was ist mit ihnen? Warum bedeuten dir diese Eber so viel? Then I need a reason. I say I do not. That is plenty reason. Er legt eine Hand auf den Kopf eines der Tiere und kratzt es leicht hinter dem Ohr. Dann brauche ich einen Grund. Ich sage, das brauche ich nicht. Das Schwein grunzt und stüffelt am Bein des Mannes. Das ist Grund genug. Könnte ich etwas Schweinefleisch haben? Nein. Ich hätte gerne selbst so einen tollen Eber. Du würdest mir nicht zufällig einen abgeben? They are not mine to give, nor yours to take. You want a boar, friend. You go make your own. Ich kann sie nicht einfach weggeben. Du kannst sie nicht einfach nehmen. Wenn du einen Eber als Freund willst, musst du dich selbst mit einem anfreunden. Sieh mal, ich will einfach nur durch den Wald. No, your sort always want. This forest is not yours. This land is not yours. Go, leave. Er schnaubt. Nein, Leute, wie du wollen immer mehr. Der Wald gehört nicht dir, das Land gehört nicht dir. Geh weg. Ich bin auf der Jagd nach einem Gott. Wenn ich versage, wird deine Insel nicht von seinem Zorn verschont bleiben. Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, werde ich dich dabei zusehen lassen, wie ich deine hübschen Eber einem nach dem anderen abschlachte. Nein, dann lässt du mir keine andere Wahl. Für sowas haben wir keine Zeit. Ich bin auf der Jagd nach einem Gott. Der Mann runzelt die Stirn und zieht dann eine in Leder gebundene Tasche aus seinen Sachen. Mit zitternden Händen überreicht er sie dir. Du hast einen Gegenstand erhalten. Weisheitszahnhalskette. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Then go, take this. They protect you if you speak true. They tear out your throat if no. Dann nimm das. Sie beschützen dich, wenn du die Wahrheit sprichst. Reißen dir die Kehle raus, wenn nicht. Er winkt davon. Ja cool, wir können uns jetzt hier ein bisschen umsehen und bewegen. Ich hätte wirklich gern so ein Wildschwein, die sehen cool aus, die Jungs. Ja gut, ich hätte am Anfang bei der Charaktererstellung eins nehmen können. Ich frage mich, ob die Entwickler daran gedacht, also Obsidian daran gedacht hat, das reinzuskripten, wenn ich mit einem Wildschwein unterwegs bin, ob er mich dann anders anspricht. So, gucken wir mal. Kommen wir auf der anderen Seite des Waldes raus. Wir haben auf jeden Fall das Waldstück hinter uns gelassen. Altes Schlachtfeld. Du kommst in ein altes Schlachtfeld. Eine chemische Standarte fährt dem Wind, ihre Farben von der Sonne ausgeblichen. Das Gebiet absuchen. Du nimmst dir Zeit, um das Schlachtfeld abzusuchen. Und findest einen kleinen Schmuckgegenstand in einem Bündel bei einer Leiche. Ring der geringen Abwehr. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Das Gebiet weiter absuchen. Du fährst mit der Durchsuchung fort. Findest nichts vom Wert. Noch einmal. Schwert. Okay. Also ich habe hier eine Halskette. Plus 1 Intelligenz, plus 1 Geschichte, plus 1 Tiefblick. Das klingt eher, als ob sie es tragen könnte.
Und der Abwehrring klingt nach Edder. Gut. Ja, ich weiß halt nicht, wie lang man dies, ob man diese Sachen wie den Grabhügel und die das Schlachtfeld hier ewig absuchen kann. Oh, hi, Eotas Fußspuren.